Warum ich dieses Set liebe und warum du dir es heute noch kaufen solltest, das erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß! Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal, Tobis Lego Show, ganz genau. Heute endlich mal mit dem Set 6, falsch. 7633 von 2009, große Baustelle. Ich liebe dieses Set, es ist fantastisch. Es kommt aus den schönsten City-Jahren meiner Meinung nach, 2009. Den Karton werdet ihr jetzt sehen, weil ich habe den hier oben stehen, ungünstig halt. So, das, ja, ich fange einfach mal an, ne? Ganz genau. Der UVP-Preis ist übrigens 100 Euro. Figuren, wunderschöne Figuren, die Basic City-Baustellen-Figuren. Kein Print. Die Figur hat allerdings Risse. Nicht gut. Egal. Schöne Figuren. Fantastisch. Ich stelle sie hier hinten hin. Das Set hat übrigens für mich, ich hab's zu Weihnachten bekommen. Das sind die Schilder. Da sieht man eigentlich, dass es nicht so gut ist. Also die Aufkleberqualität echt nicht so toll gewesen. Ich habe das Set bei, also wie gesagt, zu Weihnachten bekommen. Ich habe euch das schon gezeigt, und zwar hier oben in dem Video, das Update-Video. Unbedingt draufklicken, wunderschönes Video. Und mein Bildschirm ist gerade ausgegangen, Karma. Ja, und ihr habt es auch vielleicht gesehen, ich habe ein neues Intro für den Kanal. Wie euch das gefällt, das, oder für die Videos, schreibt in die Kommentare bitte. Das würde mich interessieren. Ich finde, das ist eigentlich ganz okay. Wir wollen jetzt aber auch einmal anfangen. Das Set hat vier Bauanleitungen. Ich fange mal hier mit dem ersten an, der Bagger. Ganz schön. Der Tieflader noch besser. Ja, jetzt kommen die großen Schinken. Das Haus mit dem der Hebebühne, und der Bildschirm ist wieder an. Und der große Baukran. Ganz genau. Wir müssen mal weg. Fangen wir mit dem Bagger an. Da muss ich nicht viel zu sagen. Wenn ihr einen besseren Bagger oder einen noch gleich so schönen Bagger sehen wollt, auch hier oben in der Infokarte verlinkt einer der ersten Reviews der Bagger. Oder oh, es ist sogar, glaube ich, das erste Review auf dem Kanal. Oh, gruselig. Jedenfalls schöner Bagger. Klein, kompakt, wie man es will. Fährt sich gut. Ich weiß, Kamera könnte ein bisschen wackeln. Naja, tut mir echt leid. Ja, wunderschön. Super. Was ich noch dazu sagen wollte, es hat jetzt nichts mit irgendwie mit dem Set zu tun, sondern mit YouTube. Mir werden öfter jetzt Likes gelöscht oder nicht richtig angezeigt und Aufrufe gelöscht. Nicht davon irritieren, bitte nicht. Wenn ich schaffe, werde ich hier einen Screenshot reinschicken von den letzten Videos. Und da seht ihr 32 Likes oder 30 oder irgendwas im 20er Bereich. Also nicht irritieren lassen. Die Anzeige, wenn man bei euch ist, falsch. Im Creator Studio ist die richtig. Wollte ich es nur gesagt haben. Dann hätten wir hier einen Tieflader. Tieflader sind die Sachen, die große Teile transportieren. In grün. Nette Farbe. Sehr cool. Also echt eine richtige Zugmaschine. Brauchen wir, brauchen wir. Wir brauchen Baustelle, wir brauchen Zugmaschinen, wir brauchen Traktoren. Alles wunderbar. Wir brauchen alles. Und hier dann eben Werkzeug. Große Fläche, wo man zum Beispiel den Bagger oder das Haus drauf tun kann. Wunderschön. Wenn ich es schaffe, werde ich jetzt euch mal eine Werbung einblenden vom Werbespot von diesem Set. Bitte. In Lego City, the new construction site is busy. The construction crew awaits the giant truck with a heavy roof element. The roof has arrived and they're ready with a mobile crane. Hey! You can build the mobile crane, raise the boom arm, operate the winch, lift up the heavy roof, and build your city. The new construction site from Lego City. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Wenn jetzt keine Werbung gekommen ist, tut es mir echt leid. Dann kam nämlich, würde nämlich ein Piepton ge gekommen sein. Naja, werde ich ja gleich sehen. Wie gesagt, wunderschön. Stelle ich auch mal hier hinten hin. Dann kommen wir hier zu der Hebebühne. Ich muss sagen, ich habe es gerade mit meiner eigentlichen Kamera gemacht, womit ich immer jetzt die Kanal-Reviews bzw. die News-Show mache. Übrigens, ich wurde darauf angesprochen, dass ich das jetzt endlich mal machen soll. Ja, ich werde es endlich machen. Endlich eine Kanal. Analyse bzw. Review Reaction geben. Wunderschön. Prinzip ganz einfach. Ist interessant. Man wird während einem Review über Discord angeschrieben. Ah, super. Prinzip ganz einfach. Ich kann auch jetzt mal an einer Figur zeigen.
stellt man hier hin, fährt hier hoch. Wunderschön. Ist eine nette Sache. Kann ich auch direkt zeigen, wie das ist, wenn man den auf hier drauf tut, also auf den Wagen. Man könnte ihn so oder so oder so. Das überlasse ich euch, wie ihr den da drauf tut. Es geht jetzt auch nicht darum, es geht einfach darum, dass man diese Fläche hat. Das ist super. Also Baustelle, das ist das schönste Baustellenset, finde ich jetzt. Der Baukran, der große, der hat natürlich auch noch mal so einen Baustellenteil. Also das ist wirklich, das kommt auch noch das Set. Und das nächste Review, das kann ich ja jetzt schon mal ankündigen, wird das Big Bang Theory Set sein. Dieses Ideaset. Ich habe es jetzt bei aus Spanien geordert für 60 Mäuse. Ihr freut euch, ihr seid doch jetzt schon ganz gespannt, oder? Ganz genau. So, und ich wollte auch direkt schon mal ankündigen, nächste Woche wird es wahrscheinlich einen Livestream geben. Wenn ich Glück habe mit Gästen. Und wenn nicht, dann danke fürs Mitmachen. So, dann hätten wir hier das Haus. Häuser sind super, weil ohne Häuser gibt es keine City. Und das ist eigentlich das typische City-Haus, wie ich es kenne, weil es einfach so schlicht und billig ist. Relativ leer und aus relativ wenig Teilen gebaut. Ich zerlege das jetzt einfach mal. So. Das hat jetzt für euch nicht so lange gedauert als für mich. Shop. Das war's. Oh Mann, das spiegelt aber ganz schön. Ho, ho, ho. Egal, ihr konnt mein schönes Face nicht sehen. ja, da steht auf einer 8x16er Platte im Dunkelgrau. Sehr schön, wie gesagt, hohl von ihm. Erste Etage mit Blümchen, Geranien, sehr schöne Blumen. Zack, drauf. Zweite Etage, dasselbe nur halbiert. Und dritte Etage, das Dach. Und wie ihr im Werbespot sehen konntet, das Dach wird auf dem Tieflader transportiert. Könnte man könnte, und ganz unterschiedlich. Man sieht auch hier, es ist hauptsächlich aus Fertigbauteilen oder Großbauteilen gebaut worden, nichts Großartiges. Dagegen ist das da ein besseres Haus. Ja, aber zum Bauen reicht das völlig, oder? Mir hat's gereicht. Der Bau hat übrigens sehr viel Spaß gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Also auch bei so einem großen Set, ich habe das jetzt schon seit über einem halben, fast einem halben Jahr oder 5 Monaten besser gesagt. Kauft es euch, das ist ein super Teil. So, der Kran ist auch super. Stell dir mal so hin. Kabine, die ist so kompakt, das ist ein sehr flacher Bau auch. Da brauche ich jetzt auch mal eine Figur. Ich glaube, ich tue mal die hier rein. Wie gesagt, sehr flach gebaut. Der Typ, der da drin ist, versinkt praktisch. Gefällt mir jetzt. Es ist okay. Es ist sehr okay. Hier hätten wir nichts drin. Ja. Ja. Und für so einen klassischen Kran, erstmal diese Stange, die damit fixiert das, damit er sich nicht während der Fahrt dreht. Funktioniert gut. Technikachse, falls ihr es jetzt genau wissen wollt. Damit er sich natürlich, so wäre es unrealistisch, weil so kippt er sehr leicht um und so weiter. Lego hat dafür eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar, obwohl ich glaube, ich muss jetzt hier wieder Zeitraffer reinmachen, weil das könnte jetzt ein bisschen dauern. Bis gleich. So, eine halbe Minute und 30 Ausraster später. Und da ist ein Haar drauf. Immer noch da weg damit. So, jetzt kann man durch diese Konstruktion, die es viermal gibt, das hier rein tun. Und so umdrehen. Und das ist sehr gut gemacht worden, weil das ist stabil, das kann man leicht abbauen und einbauen für ein Kind ideal. Drehe das jetzt so mal hier so ein bisschen schräg. Ja, und so lässt sich der wenden, ohne dass er umkippt. Das ist sehr gut gemacht. Und natürlich, wie es sich für einen Kran gehört, ist hier auch die Kabine, wo der Fahrer drin ist, beziehungsweise der den steuert. Das ist auch ganz nett gemacht. Also, nicht, da ist kein Meckern, da kann man nicht meckern. So. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache, damit ich es euch gut zeigen kann. Und zwar, ich muss euch jetzt ein bisschen anheben. So, hier hätten wir die Seilwinde und den Haken, mit dem das Ganze funktioniert.
Das Geheimnis ist nämlich jetzt, das kann man hier mit der Kurbel abrollen. Und so kann man dann das, was man anheben möchte, den Haken, da war glaube ich kein Haken dafür mich dabei. Jedenfalls kann man hier dann das anheben. Beispielsweise könnte man auch den Bagger anheben, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Hier reintun, anheben. So. Natürlich hat man jetzt das Problem, man möchte höher hinaus. Da hat Lego auch eine gute Lösung gefunden durch Spezialteile. Ich habe mir jetzt mal so rausgetan, dass es noch möglich ist. Hier seht ihr Schiene, beziehungsweise hier diese Teile sind Spezialteile, mit denen man das dann rein- und rausschieben kann. Funktioniert auch ganz gut. Sehr gut sogar. Jetzt kommt, jetzt ist wohl Zeit für mein Fazit. So, zusammenfassend kann man sagen, dieses Set ist für Kinder und sowohl auch Sammler sehr schön geeignet, da es sehr viele schöne Teile enthält und der Spielwert 100% ist. Man hat den Kran mit den ganz vielen Funktionen, der Aufzug ist ganz cool gemacht, das Haus passt in eine Stadt ideal rein, der Tieflader ist vielseitig einsetzbar und dieser kompakte Bagger ist einfach schön mit anzusehen. Ich finde, 100 € ist ein guter Preis, für damalige Verhältnisse war der ganz okay. Heutzutage kriegt man es bei eBay für 50, 60, 70 €. Ihr dürfte, finde ich, auch jetzt nicht mehr teurer sein. Achtet vor allen Dingen auf die Aufkleber und auf die Figuren, das ist auch ziemlich wichtig. Und natürlich auch auf die Reifen da sind und die Seilwinde, ganz wichtig, die Seilwinde und diese großen Teile. Aber in der Regel ist alles immer vorhanden. Achtet einfach gut darauf und dann habt ihr auch ein sehr schönes Set. Gebt es bitte euren Kindern, die werden damit spielen, garantiert. Der Aufbau ist einfach und nicht und verständlich, das ist ganz klar. Es lässt sich gut in eine Stadt integrieren, weil Baustelle mag ja irgendwie doch jeder gern. Das war's eigentlich jetzt zu dem Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr konntet was über dieses Set lernen. Wenn ja, teilt es mit einem Daumen hoch mit oder mit einem Kommentar. Schaut in die Infokarten und der Abspann wird jetzt eigentlich alles Restliche erzählen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Bis dann und ciao.